Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier in der Nähe von Salzburg, auf dem Salzburgring, mitten im autosportbegeisterten Österreich. Ich freue mich sehr, Ihnen heute ein Autosportereignis der Superlative vorstellen zu dürfen, der Ferdinand GT3 RS. Ferdinand, ein adeliger Nachkomme einer weltweit bekannten Autosportfamilie, GT3 Gran Turismo, RS für Radsport. Was den Ferdinand GT3 von anderen Autos unterscheidet, ist nicht nur seine luxuriöse äußere Erscheinung, sondern seine in ULC-Bauweise gefertigte Karosserie. ULC, das heißt Ultralight Construction, sämtliche Bauteile wurden sehr, sehr leicht gefertigt, nicht notwendige Bauteile wurden überhaupt weggelassen. Das ergibt ein revolutionäres Gewicht von 99,637 Kilogramm. Neben dem goldenen Überzug des Ferdinand GT3 fehlt mir als wichtigstes äußeres Merkmal sein überdimensionaler Heckspoiler auf. Der Heckspoiler bringt bei Geschwindigkeiten über 5 km/h ordentlich Druck auf die Hinterachse und gibt mir so im oberen Geschwindigkeitsbereich viel Sicherheit. Aufgrund von ökonomischen Überlegungen wurde der Motor des Ferdinand völlig weggelassen, was einerseits eine enorme Gewichtsersparnis generiert, andererseits auch Emissionswerte auf ein rekordverdächtiges Ausmaß reduziert. Als Nebeneffekt dieser Motoreinsparung ergibt sich um ein Vielfaches vergrößerter Gepäcksraum. So kann der Ferdinand auch als Lastenfahrzeug verwendet werden. Die Türen sind mit einer speziellen Gummizugtechnik ausgestattet, um ein Überdehnen der Türen zu verhindern. Die übergroßen Lufteinlässe im vorderen Spoiler verhindern ein allzu starkes Verschwitzen des Fahrers und Beifahrers, ebenso das übergroße herausnehmbare Dachteil. Am Interieur finde ich besonders angenehm, dass die Armaturen, wie bei einem Rennsportwagen üblich, ausgesprochen reduziert und übersichtlich gestaltet sind. Ebenso typisch Ferdinand, die Hupe am Beifahrerlenker wird ausschließlich mit Luft betrieben. Die Sitze sind verstellbar und auch für große Menschen wie mich geeignet. Sie stammen aus der Liegeradtechnik und sind so geformt, dass sie ein Aufscheuern der Oberschenkelinnenseiten verhindern. Aber jetzt, liebe Leute, wird es Zeit, dass wir mal eine Runde fahren.